Übrigens, falls euch interessieren sollte, wie ich einfach so ein Galaxy S9 Plus gewonnen habe, ohne irgendwas dafür zu bezahlen, guckt euch auf jeden Fall mal mein Video dazu oben in den Infokarten genauer an. Da habe ich mal auf meinem zweiten Channel die Story erzählt. Ist eigentlich ganz witzig, wie das passiert ist. Wie gesagt, checkt es einfach mal aus. So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um meinen persönlichen Lieblingssneaker aus 2018 und warum ich den Schuh so feiere und was mir daran so gut gefällt und warum ich überhaupt denke, dass es der beste Schuh ist, der dieses Jahr rauskam. Das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Ja Leute, ihr habt richtig gesehen, es ist der Nike Off-White Presto in ganz weiß, den ich jetzt hier in dieser Verpackung vor mir habe. Zur Verpackung an sich kann man nicht viel sagen, es ist dieser ganz klassische Nike Off-White Inside-Out Karton. Da fliegt auch gleich die Rechnung raus. Ich würde sagen, wir holen jetzt den Schuh an sich raus, weil die Packung zwar sehr schön aussieht, aber nicht wirklich viel zur Sache tut und eigentlich auch nicht wirklich interessiert, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen kann das Ganze hier zur Seite. Und dann hätten wir auch schon hier den Nike Off-White Presto in ganz weiß. Wie gesagt, mein Lieblingsschuh aus 2018, zumindest Stand jetzt. Was vielleicht auch noch ganz interessant sein könnte, ich habe mich vor Release gefragt, was sie zu diesem Schuh für Laces beilegen, zu diesen ganz weißen Standard-Laces hier. Und es sind diese orangefarbenen Laces geworden, diese neon-orangefarbenen Laces. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, was schwarz würde nicht wirklich Sinn machen bei einem ganz weißen Schuh. Deswegen hier das orangefarbene passt auch ganz gut zu diesem Akzent hier an der Seite, den man jetzt hier hoffentlich sehen kann. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nice und wirklich gelungen. Wie dem auch sei, zum Schuh an sich kann man nicht wirklich viel sagen, außer dass er eben extrem geil aussieht, finde ich. Ich finde halt, das Design ist sehr nice und auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied zum originalen Nike Presto, weil hier eigentlich nichts so aussieht wie bei einem Standard Presto, den man im Laden kaufen kann, auch wenn er von der Silhouette zumindest noch so ein bisschen dem anderen Presto, also dem Standard Presto, ähnlich sieht. Was ich halt extrem nice finde, ist hier hinten dieser Strap, wo R draufsteht, dann hier vorne diese Naht und die extra drauf genähte Zunge. Ich finde, das sieht einfach alles sehr stimmig aus und ist ein sehr schöner Schuh. Natürlich, Design ist immer Geschmackssache, deswegen will ich euch da nicht wirklich viel erzählen, aber ich habe jetzt hier eben die ganz weiße Farbvariante genommen. Das Ganze kam ja auch schon eine Woche vorher in komplett schwarz raus. Ich finde beide Farbvarianten sehr schön, wobei der OG Colorway, finde ich, mit der krasseste ist. Ich persönlich finde, dass die ursprüngliche Farbvariante, die ja 2017 schon rauskam, einfach ein bisschen zu überteuert ist, weil der Resale momentan, glaube ich, bei um die 800 Euro liegt und das finde ich für diesen Off-White Presto in schwarz-beige oder schwarz-weiß in Anführungsstrichen ein bisschen zu viel, muss nicht unbedingt sein und da finde ich sowas hier tausendmal sinnvoller. Was mir eben so gut daran gefällt, ist, dass er farblich sehr schlicht ist, aber von dem Shape an sich trotzdem, ich sag mal, was Außergewöhnliches ist. Er ist auch irgendwo ein Stück weit ein Statussymbol, also wenn ihr sowas suchen solltet und mit eurem Schuh einfach pushen wollt, könnt ihr den euch auf jeden Fall zulegen. Da gab es nicht wirklich viele davon, deswegen ist natürlich auch der Resale-Preis dementsprechend hoch. Das Ganze kostet momentan 500 bis 600 Euro, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. Es ist ein bisschen zu viel, finde ich. Andererseits muss man auch sagen, das Ganze hat auf Nike einfach nur 150 Euro gekostet und ich finde, für einen Schuh, der so cool aussieht, sowas Besonderes ist und der eben auch in der Kollabo zwischen Nike und Off-White entstanden ist, das ist ja wirklich keine günstige Marke, für so einen Schuh nur 150 Euro zu verlangen, finde ich wirklich extrem nice, deswegen finde ich, dass Preis-Leistung hier eigentlich auch stimmt, da er ja eigentlich sehr günstig ist. Was der Markt an sich mit dem Wert des Schuhs anstellt, ist natürlich ein bisschen eklig, weil ich finde, 500 Euro für den Schuh ist auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, zumal er nicht wirklich krass verarbeitet ist oder sowas, aber wie gesagt, für 150 Euro so einen krassen Schuh zu bekommen, ist natürlich extrem cool, auch wenn es nicht einfach ist, den für 150 Euro bei Nike direkt oder bei einem Raffle zu kaufen. Deswegen, wer da Glück hatte, auf jeden Fall sehr nice für die Leute. Postet mal gerne in die Kommentare, ob ihr beim Raffle oder bei Nike in der App Glück hattet oder nicht oder ob ihr den Schuh für viel Geld im Resale gekauft habt. Und falls ihr ein Nike Off-White Presto, ganz egal ob schwarz-weiß oder dem OG Colorway, verkaufen wollen solltet, schreibt mir auf Insta, ich kaufe euch die alle ab, wenn die deadstocked sind. Deswegen, ja, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich hebe die Schuhe die ganze Zeit so hin und her. Wie dem auch sei, das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.